Servus zu einem neuen Video bei uns auf Kulturland Agrar. Wir haben heute Wiesenstriegeln mit einem 620 M vom Schindier und einem Saphir Wiesenstriegel hinten dran. Bin jetzt einmal gespannt, ob das alles so hier mit der Drohne. Die lasse ich jetzt einmal per Active Track, also eine Verfolgungsfunktion von DJI ist das, nachfliegen. Und ob das mit GPS so hier halt, wie ich mir das vorstelle, und zwar mit einer AB-Kontur. Da gibt es eben die Funktion, dass die AB-Kontur nochmal, sag's mal, dass man da halt ein bisschen ausweichen kann, nochmal unterm Fahren. So, also jetzt ist mit der Drohne nochmal kurz selbst gehen. Also ich bin jetzt einmal gespannt, ob das noch so hier halt ungefähr, wie ich jetzt das da hinten gemeint hätte. Wenn es anders geht, dann sagt es mir, schreibt es in die Kommentare. Weil ich glaube irgendwie, dass das so nicht stimmt, weil es in der Anleitung immer ein bisschen anders steht, aber keine Ahnung. Die Drohne hat mich wieder verloren, toll. Also ich habe heute daheim auch schon gestriegelt am anderen Hof. Da ist das Gras definitiv noch nicht so hochgewachsen wie da. Da ist es eigentlich noch gar nicht hochgewachsen, blöd gesagt. So, und jetzt probieren wir mal, ob das da so hier hat. Und zwar wieder vorher auf die Aufnahme da drückt. Und dann nimmt er da quasi den Kurs da auf. Und ich meine jetzt, dass ich da wieder aufnehmen muss, weil ich es sonst nicht hier halt. Aber wenn, wie gesagt, das irgendwo anders geht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann probiere ich das einmal aus. Weil irgendwie glaube ich, dass das so nicht ganz hier halt. Oder nicht ganz stimmt. Genau, wie gesagt, jetzt werdet ihr einmal jetzt aus der Drohnenansicht sehen. Ich hoffe, dass das so ungefähr hier halt mit dem Verfallen. Genau, also prinzipiell fahre ich jetzt da der Spur, wo ich vorher gefahren bin, schon schön nach. Das passt einmal nicht. Ja, okay, ein bisschen so fahren dort, aber ich glaube, das liegt an mir, an meiner vorherigen Spur. Das schaut schon gut aus. Wir noch mal. Aber für das kann man es eben ein wenig korrigieren da. Das war eben das Gute. Dass man dann auch zum Schluss einfach ein bisschen anders fahren kann. Darum habe ich jetzt gerade direkt die AB-Kontur nicht genommen. Mal schauen. Aber wie gesagt, wenn das etwa war, oder allgemein ein bisschen was über das GPS-System vom John Deere war, dann dürfen wir da gerne beschreiben, da wäre ich sehr dankbar. Und ja, genau, weil jetzt bin ich immer so, dass ich das alle auf Aufnahme lassen muss, ist mein aktuelles Ding, sag's mal, mein aktueller Wissensstand, und das sonst eben nicht hier hat, keine Ahnung. Aber da könnt ihr mir gern weiterhelfen, wenn es anders wüsstet. Das sind schon ganz schön. Jetzt müssen wir dann noch ein bisschen Vorgewende fahren. Ich bin bis jetzt quasi warm außen rum.
Genau, also ein Nachsehgerät haben wir oben noch von Wüstech. Da ist das da die Steuerung. Da können wir die Menge einstellen und dann da auf die Bläse einschalten und walzen, also dass noch der Saatgut aussieht. Ja, wir haben zu wenig auslassen, aber. Nee. Genau. Was gibt es sonst so zum Song? Keine Ahnung. Ja, da mit dem GPS einfach, muss man sich einfach ein wenig einfuchsen, keine Ahnung. Ein Kurs oder sowas bietet unser Händler da leider nicht an. Oder wir fahren jetzt so ungefähr 10 km/h oder so. Ja, um die 10 km/h umeinander, sagen wir mal so. Ja. Aber das sind sogar Stimmen kennt, wie es jetzt bedient. Keine Ahnung, also wenn ihr das besser wisst, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Stimmt das jetzt oder so, dass ich da immer auf dem Aufnahmeding bleib? Kann es sogar sein, oder? Keine Ahnung. Ja, freilich hast du jetzt ein Ding wieder. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein chaotisches Video, vielleicht gesagt, aber weil ich mich halt auch nicht auskenne da jetzt damit, aber ich finde sowas muss auch mal sein. Wenn ihr jetzt alles perfektieren würdet, das wäre ja auch nichts. Oder ich möchte da auch lernen ein bisschen mit dem ganzen YouTube-Zeug. Um das geht es mir eigentlich, darum mache ich die Videos. Und ja. Genau, aber jetzt hat da in der Wiesn da nicht so nicht viel Scherhäfer drin, das ist, ich weiß, das ist schön, gefällt mir.
braucht man eben auch nichts nachsehen. Also wir werden gerade nachsehen, wenn auch ein bisschen mehr Code rauskommt oder was. Weil so, da brauchst du jetzt nichts nachsehen. Die haben wir vor, oh, was wär's, zwei Jahren meine, haben wir die Wiesn einmal komplett neu umgebaut, weil eben fast nichts mehr dollert war. Aber jetzt kommt das eigentlich richtig schön, wenn man das so schaut. Also, kann man sich nicht beschweren. Wir werden gerade einmal die Drohne schon zum Pfeifen anfangen. Wegen dem Akku. Aber dann beendet man auch irgendwann das Video. Schon langsam. Wir umdrehen da mal, jetzt wollen wir noch ein bisschen runterfahren. Sitzt man jetzt vielleicht auch noch mal besser im Striegel. Genau. Die sagt jetzt niedriger Akkustand. Genau, und mit dem Drohnenbild jetzt verabschiede ich mich. Merci fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir ein bisschen Tipps in die Kommentare oder was. Und bis zum nächsten Video.